Merken Sie sich dieses Gesicht ganz genau, denn sie könnte im Sommer für Österreich bei den Olympischen Spielen in Peking starten. Hallo, ich bin die Bianca. Ich komme aus Bregenz, mache Leichtathletik, Weitsprung und den Sprint und bin 31 Jahre alt. Dadurch, dass mein Vater Trainer ist, bin ich eigentlich sehr früh zur Leichtathletik gekommen. Also das große Ziel, was auch immer war, ist einfach Olympia. Einmal ein großes Ereignis mitzuerleben, das Limit zu machen. Und da arbeite ich jetzt hart dran und ich hoffe ja, dass ich es erreiche. Im Moment bin ich doch auf Kurs, obwohl die Weite noch nicht ganz stimmt. Aber ich bin schnell und von den Krafthärten passt es auch. Jetzt muss ich nur technisch noch versuchen, das umzusetzen. Naja, ich bin mehrfache Staatsmeisterin geworden, bin öfters im Nationalteam gewesen, im Europacup gestartet, im Weitsprung und oder in der Staffel. Ja, schwer zu sagen, also es war einfach das Schönste für mich. Also ich habe dann schon zuerst angefangen, Hürden zu laufen und dann ist mir doch nicht so gut gegangen bei den Hürden. Dann habe ich gedacht, okay, Weitsprung und so. Und jetzt kann ich mir gar nichts anderes vorstellen als der Weitsprung. Billy Gail Devers, die hat mir sehr imponiert, dadurch, dass sie auch mal lange im Krankenhaus war. Man hat gesagt, sie muss die Beine amputieren und alles Mögliche. Und sie hat sich so wieder aufgerafft damit und ist nachher wieder Olympiasiegerin geworden. Und ich denke, wenn man mal so weit unten ist und sich so weit aufarbeiten kann, das ist schon bewundernswert. Zeit mit der Familie verbringen. Ich habe jetzt zwei Neffen von meiner Schwester, die ist leider in Salzburg, aber ich gehe sie sehr oft besuchen. Also einmal im Monat gehe ich für 2-3 Tage nach Salzburg. Mein Bruder hat auch einen kleinen Jungen bekommen und ich versuche wirklich jede Minute auch mit denen zu verbringen.